بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى der allmächtige Gott sagt uns im Koran, dass es immer wieder Leute geben wird, die versuchen werden, den Islam zu bekämpfen. Und diese Bekämpfung ist manchmal militärisch und manchmal argumentativ. Mit Argumenten bzw. mit Scheinargumenten. Das Ziel ist immer, die Menschen von der Religion wegzubringen. Allah sagt im Koran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينِ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. Ja? So haben wir für alle Propheten Feinde bestimmt von den Menschen und den Dschinn. Ja? So. Und also das Ziel ist, die Menschen von der Religion wegzubringen. Wenn man jetzt zum Beispiel zu jemandem kommen würde und gibt ihm ein Paket, wo drauf steht Bombe, wird das Paket nicht annehmen. Aber wenn man ihm ein Paket gibt und da steht drauf, schönes Geschenk, dann wird er das Geschenk vielleicht annehmen, oder? So. Und hier ist es so, wenn man zu den Muslimen kommen würde und würde sagen, hey, wir wollen jetzt, dass ihr eure Religion verändert, wir wollen, dass ihr vom Islam abfallt, da werden die Muslime sagen, hey, das ist unsere Religion, das lassen wir uns nicht gefallen. Aber wenn man zu ihnen kommt im Namen des Islams und sagt, wir haben jetzt einen fortgeschrittenen Islam, einen aufgeklärten Islam, der auch Karl-Heinz gefällt, der gefällt uns auch und die Kuffar sind alle am Klatschen, ja. Och, das ist aber ein schönes Islambild, das ist aber toll, ja. Da lassen sich manche Muslime beeinflussen. Und diese Leute, die den Islam bekämpfen wollen, die haben die Psyche der Muslime schon analysiert. Die wissen, dass viele davon schwache Persönlichkeiten sind, leider, mit Minderwertigkeitskomplexen, die jedes Mal denken, wenn derjenige, der die Kaffeemaschine erfunden hat, also der Westler, das gefällt ihm, dass das ein Zeichen ist, dass der Islam so richtig ist. Und wenn der sagt, ach, das gefällt mir aber nicht, warum hat denn die Frau Kopftuch, warum sind die denn so radikal, dann denkt er, oh, der Fehler liegt ja nicht bei diesem Typen, dem der Islam nicht gefällt, sondern der Fehler liegt ja bei der Botschaft oder bei dem Daya, der hat keine Hikma. Ja? Dabei sagt Allah in Surah 43, Vers 77 und 78, ja, über die Leute in der Hölle, walakin aktharakum lil haqqi karihun, die meisten von euch hassen die Wahrheit. Das heißt, sie hassen die Wahrheit. Das ist das Problem, was die meisten Menschen, die in die Hölle gehen, in die Hölle bringt. Das heißt, denkst du jetzt, du kommst mit der Wahrheit und er wird sich freuen und klatschen? Nee, der klatscht, wenn du mit dem kommst, was die Wahrheit außer Kraft setzen soll. So. Wenn du mit dem kommst, was die Wahrheit außer Kraft setzen soll. So. Und jetzt haben wir es in Deutschland mit einer ganz besonderen Spezies zu tun. Und ich glaube wirklich, der Scheitan, der Satan hat nicht damit gerechnet, dass irgendwann mal so ein Scharlatan auftritt, der sich traut, so einen Schwachsinn zu verbreiten und die Muslime sind am Schweigen. Entweder die haben es noch nicht gemerkt, es gibt in Münster einen Scharlatan, einen Käfir, der heißt Muhammad Khurshide. Der behauptet selber, Muslim zu sein. Einige Brüder meinen, dass er eigentlich gar kein Muslim ist, sondern Jude, der vorgibt, Islam Muslim zu sein. Er behauptet, er ist in Saudi-Arabien aufgewachsen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, er soll dort Lehrer ausbilden. Lehrer für den Islamunterricht in deutschen Schulen. Und er wird jetzt von überall hofiert. Und wir haben uns am Anfang gedacht, sollen wir wirklich den widerlegen? Nicht, dass wir den bekannt machen, aber Fakt ist, er ist jetzt schon wieder hier in der Zeitung, im Spiegel drin, ja, mit einem Artikel und man versucht ihn jetzt überall zu promoten und deswegen glaube ich, dass der schon ziemlich bekannt geworden ist und deswegen reden wir auch mit Namen darüber, über diesen Heuchler, ja. Ihr werdet euch jetzt fragen, was hat das jetzt mit der DITIB zu tun, weil das Thema, der Titel des Videos ist ja, hilft die DITIB den Islam zu zerstören. Ja? Es liegt daran, weil dieses Bild hier, was hier aufgenommen wird, hier beim Spiegel, das ist in der DITIB-Moschee in Münster aufgenommen worden.
Ja, die DITIB, die immer so schnell ist beim Distanzieren von Leuten, die sagen, der Islam ist die wahre Religion. Ja. Komischerweise, hier haben sie jetzt jemanden stehen, der erzählt im Namen des Islams und er bildet die Lehre aus, dass auch Atheisten ins Paradies kommen können, wenn sie gute Menschen sind. Atheisten. Weil Gott kommt es gar nicht auf die Taten an. Gott hat uns ja nicht erschaffen, damit wir ihm gehorchen. Komischerweise, ich habe gelesen in Sura 51, Vers 56, dass Allah gesagt hat, ich habe die Menschen und die Dschinn nur dazu erschaffen, dass sie mir dienen. Nein, das kann man so nicht verstehen. Diese ganzen ultraorthodoxen Muslime, die den Islam falsch verstehen, die den Koran falsch verstehen, diese ganzen Salafisten, diese ganzen erzkonservativen, reaktionären Kräfte, die den Islam in ein schlechtes Licht stellen. Weil wegen diesen Leuten, ne, mögen die Leute ja den Islam nicht. Die Leute mögen den Islam, weil der Islam die Wahrheit ist. Und diese Sachen sind die Wahrheit. Dieser Typ behauptet, es gäbe keine Hölle. Keine Hölle. Das heißt hier, und er ist hier in der DITIB-Moschee, in der DITIB-Moschee. Das heißt, die DITIB-Moschee hilft gerade dabei, Gedanken zu verbreiten. Natürlich, deswegen haben wir auch Fragezeichen gemacht. Wir haben gesagt, hilft die DITIB dabei, den Koran, den Islam zu zerstören? Weil es kann ja sein, dass sie nicht wissen, wer das ist. Könnte ja theoretisch sein. Wir suchen immer bei jedem nach einer Ausrede. Aber da muss sich distanziert werden. Hier ist einer, der behauptet, es gäbe keine Hölle. Es gäbe keine Hölle. Das ist purer Kuffer. Das hat es in der islamischen Geschichte noch nicht gegeben, dass jemand die Frechheit besaß, so etwas zu behaupten. Aber daran sieht man, was wir Muslime für Schlappis geworden sind. Ja, so, hier. Und jetzt will ich mal kurz auf dieses Theater eingehen. Ja? Ich habe gestern, und ich habe mich schon vor längerer Zeit damit auseinandergesetzt, ja, mit diesem Schwachsinn, dieser Typ da labert. Ja? Und ich will heute nur um diesen Punkt eingehen, die Hölle. Das heißt, bei ihm, er hat eine bestimmte Taktik, ja? Eine bestimmte psychologische Taktik, wie er die Leute in die Irre führt. Ja, er kommt damit, zum Beispiel, ihm geht es darum, alle Gesetze, alle Regeln, die mit dem Islam zu tun haben, für nichtig zu erklären. Und da braucht er eine psychologische Taktik für. Wenn er jetzt sagen würde, ja, der Islam ist schlecht, dann würden die Muslime das nicht akzeptieren. Also kommt er mit einer anderen Taktik. Er sagt, der Islam ist eigentlich gut, aber die Muslime haben ihn falsch verstanden. Dann sagt er zum Beispiel, Gott ist kein Diktator. Gott ist kein Diktator. Wir haben auch nicht gesagt, dass Gott ein Diktator ist. So. Dann definiert er praktisch das Wort Diktator und sagt, ein Diktator ist jemand, der Regeln aufstellt, in Klammern Gebote und Verbote, und bestraft, wenn diese Gebote und Verbote nicht eingehalten werden. Das heißt, wenn es Regeln gibt, Regeln, in Klammern Gebote, Verbote, plus Bestrafung gleich Diktator gleich schlecht. Aber Gott ist gut, also ist Gott ungleich Diktator, ist Gott ungleich Regeln, Gebote und Verbote, ist ungleich Bestrafung. Das ist seine mathematische Formel, mit der er kommt. Das heißt, ja, hier steht auch Gott. Gott ist kein Tyrann. Gott ist kein Tyrann, hat doch kein Muslim gesagt, dass Gott ein Tyrann ist. Aber er sagt, dass Gott ein Tyrann ist. Warum? Weil er sagt, Gott ist ein Tyrann, wenn er bestraft für Regeln, die er aufgestellt hat. Und deswegen gibt es keine Regeln, aber es gibt Regeln, das ist Islam. So. Und dann versucht er dieses Bild zu vermitteln, ja, die Muslime, die leiden ja so unter den, ich leide nicht unter den Regeln. Wer leidet unter den Regeln? Unter den Regeln leiden nur die Leute, die den Islam hassen, die Heuchler. Leidest du unter den Regeln? Leidest du unter den Regeln? Wir lieben die Regeln. Wir lieben die Regeln. Und dann hier,
schreibt er hier, ich will die Muslime von dem Bild eines archaischen, also altertümlichen Gottes befreien, das in vielen Moscheen oder in der theologischen Ausbildung gelehrt wird. Das heißt, dieses Bild von einem Gott, der Gesetze aufgibt, ist ein altertümliches Gottesbild. Er will uns befreien. Wir müssen nicht befreit werden. Wir lieben diese Religion. Wir lieben diese Religion von A bis Z. Aber wir sind nicht so, wir pickeln uns raus. Ach ja, Allah ist barmherzig. Ach, das mag ich. Oh, Allah ist bestrafend. Nee, 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 das wollen wir nicht. Allah ist gut, wenn er bestraft. Und Allah ist gut, wenn er vergibt. Denn er bestraft aus Gerechtigkeit und vergibt aus Barmherzigkeit. So. Jetzt kommt er natürlich, ja, und sagt, ja, diese Regeln. Hier steht dann zum Beispiel das nächste, hier. Wir brauchen eine zeitgemäße Interpretation. Für wen? Für wen brauchen wir eine zeitgemäße Interpretation? Damit er den Leuten gefällt? Warum hat der Prophet keine zeitgemäße Interpretation gebracht? Zur damaligen Zeit, zeitgemäße Interpretation wäre so, dass die Quraysh ihn lieben. Götzen können die ruhig anbeten. Jesus können die ruhig anbeten für die Römer. Für die Perser Feuer können die ruhig anbeten. Das ist die zeitgemäße Interpretation. Ja. Und hier noch was zu den Regeln, zu diesem Diktatorgelaber. Zu diesem Diktatorgelaber und Tyrannengelaber. Erstmal ist diese Aussage von vornherein schwachsinnig, weil Gott kein Mensch ist. Und ein Diktator, ein Tyrann, dem Menschen seine Rechte nimmt. Ja? Aber er ist nicht der Besitzer vom Menschen, sondern er ist genauso ein Mensch wie der Sklave. Aber Gott ist Gott über unsere Vorstellungskraft. Ja? Gott ist Gott über unsere Vorstellungskraft. Und alles, was du besitzt, ist Gottes Besitz. Und du selber gehörst Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist erstmal Punkt Nummer 1. Das heißt, derjenige, der alles besitzt, der kann auch mit allem so verfahren, wie er will. Aber ein Alleinherrscher, ein Diktator von einem Land, ist im Endeffekt sowieso nur die Schöpfung von seinem Schöpfer. Und nicht der Besitzer über jeden Menschen, da er von vornherein vor Gott verantwortlich ist. Zweite Sache ist, die Regeln, die dieser Scharlatan bekämpft, das sind Regeln, die gut für uns sind. Denn alle Regeln haben eine Weisheit, ob wir sie erkennen oder nicht. Und hier kommt dann dieser Scharlatan, dieser Heuchler, dieser Käfer und erzählt, ja, wir müssen den Verstand einsetzen. Ja, genau, man muss den Verstand richtig einsetzen. Denn er will behaupten, alles, was man mit dem Verstand nicht wahrnehmen kann, widerspreche dem Verstand. Und das ist die perfekte Definition von, oder das ist die perfekte Beschreibung von jemandem, der den wahren Verstand nicht verstanden hat. Denn der wahre Verstand versteht, dass der menschliche Verstand seine Grenze hat. Und wer denke, der menschliche Verstand habe keine Grenze, so wie er oder das vermittelt, ist einer, der doof ist. Ganz einfach. Der hat keinen Verstand. So. Das heißt, wenn wir durch unseren Verstand festgestellt haben, dass der Koran von Gott ist und dass die entsprechende Regel, die im Koran vorhanden ist, von Gott ist, ja, dann, und wir können aber nicht erkennen, welche Weisheit genau hinter der spezifischen Regel steckt, dann sagen wir, das liegt nicht daran, dass Gott einen Fehler gemacht hat oder dass diese Regel nicht gut für uns ist, sondern schädlich für uns ist, sondern das liegt einfach an der Begrenztheit unseres Verstandes. Ganz einfach. Ja, ihr habt immer einfach erklärt. Nee, einfach heißt logisch. Kapiert jeder. Allah sagt im Koran, in Sure 2, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Vielleicht hasst ihr etwas, aber es ist gut für euch. Und er sagt, Asa an tuhibbu shay'an wa sharrun lakum. Und vielleicht liebt ihr etwas und es ist schlecht für euch. Und Allah sagt in Sure 20, weil wir reden nicht von, sein Gelaber ist nur, er pickt sich irgendwo was raus, ohne die ganzen Beweise zusammenzubringen und versucht so die Muslime, die schwach sind, zu Kuffar zu machen. Weil wer nicht glaubt, dass es eine Hölle gibt, ist ein Käfer. Und dieser Typ glaubt nicht an die Hölle, ist ein Käfer. Ganz einfach. Ganz einfach. Und ich will das nochmal kurz, weil manche muss,
Ich meine, ich habe schon gesagt, ich glaube echt nicht, dass der Scheitan damit gerechnet hätte, dass wir irgendwann mal in der Geschichte des Islams darüber diskutieren werden, ob der Koran sagt, dass es eine Hölle gibt. Ach, demnächst kommt einer. Demnächst kommt einer, sagt, es gibt keinen Gott. Steht im Koran. Demnächst kommt einer, sagt, es gibt keinen Gott. Steht im Koran. Im Koran steht, es gibt gar keinen Gott. Da steht zwar Gott, aber das ist nur metaphorisch zu verstehen. Ja klar, weil was der macht ist, er nimmt die ganzen Verse im Koran und der ganze Koran ist voll. Und glaubt es mir, ich habe gestern mich rangemacht. Ich habe hier eine alte Übersetzung von Rudi Parrott. Und ich wollte einfach mal, damit ich das schnell abrufen kann, alle Verse raussuchen, wo Hölle steht. Natürlich, ich habe das natürlich nicht geschafft, den ganzen Koran durchzulesen, aber ich habe dann mich rangegeben und ich habe es geschafft von Seite 299, das ist die Sure 34, bis Seite 440 zu lesen. Ja? Von 299 bis Seite 440, also 140 Seiten ungefähr. Ja? So. Und ich habe angefangen, dann immer mit dem Textmarker, hier, mit dem roten Textmarker, habe ich angefangen, die Stellen zu unterstreichen, wo Hölle steht. Ja, wo etwas von Hölle steht. Und von Gesetzen hier. Ja, hier. Du siehst das hier, auf jeder Seite. Guck mal, jede Seite, die ich aufschläge, finde ich die Hölle. Hier, guck mal. Seht ihr das? Jede Seite, guck. Fast jede Seite, hier. Siehst du das? Guck mal. Fast jede Seite, so. Guck mal, wir machen mal weiter hier. Jeder Seite findest du Hölle. Und der sagt, gibt's nicht. Das ist eine metaphorische Erklärung von hier, Abstand zu Gott. Ja, dass man von Gott entfernt ist. Wo kommt der her mit der Erklärung? Weil Allah sagt im Koran, an 113 Suren, Allah ist der Allerbarmer, der Barmherzige. Und deswegen gibt es keine Hölle. Guck mal, Achi, so einen Schrott. Guck mal, auf jeder Seite. Leute, es ist so weit gekommen. Hier, guck mal, hier. Hier, machen wir weiter hier. Da, Hölle. Ah, die erste Seite, wo ich nicht gefunden habe. Hier, bitteschön. Die erste Seite, wo ich nicht gefunden habe. Hier, dann wieder Hölle. 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 Und wir dürfen ja auch Hölle nach einigen Leuten nicht entdecken. Aber zweite Seite, wo keine Hölle ist. Hier, guck mal. Dritte Seite, wo keine Hölle ist. Hier, wieder. Fürchte Gott, hier ist auch keine Hölle. Vierte Seite, hier, da. Wie viele Seiten haben wir jetzt, wo keine Hölle war? Vier oder fünf? Ist egal. Da, Hölle. 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 Hier ist keine Hölle. Sagen wir jetzt die sechste Seite. Sagen wir jetzt die siebte Seite, wo keine Hölle ist. Dann wieder Hölle. Hier ist auch keine Hölle. Sagen wir achte Seite, wo keine Hölle ist. Hölle. Neunte Seite, wo keine Hölle ist. Zehnte Seite, wo keine Hölle ist. Hölle. 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 Zehnte oder elfte Seite, wo keine Hölle ist. Sagen wir elfte. Hölle. Keine Hölle. Sagen wir zwölfte. Dreizehnte. Hier wieder Strafe, aber keine Hölle. Vierzehnte. Hölle, keine Hölle, 15. Hölle, 16. Hölle, 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 Hölle. So, jetzt guck mal, jetzt ist hier rot, grün. Wisst ihr warum? Weil mein roter Stift leer gegangen ist. Also er ist jetzt nicht ganz leer, aber ich konnte nachher schlecht damit schreiben, dass das schwer war, damit zu schreiben, weil die Farbe langsam ausgegangen ist. Dann habe ich dann den grünen Stift genommen. Die Hölle. Hölle, 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 keine Hölle. Das war, wie viele Seiten war es hier? Die 20. 16. Von mir aus, hä?
Die 18. Hölle, 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 keine Hölle, 19. Hölle. Das heißt, von 140 Seiten haben wir auf 18 Seiten oder 19 Seiten, von mir aus auf 20 Seiten keine Hölle gefunden. Und hier kommt einer, ja, der erzählt original, es gibt keine Hölle, sondern Hölle ist ein metaphorischer Begriff dafür, für die Entferntheit von Gott. Und dann steht er in der DTIP und die DTIP erlaubt ihn, sich dort abzulichten. Das heißt, entweder die DTIP weiß das nicht oder diese DTIP-Moschee in Münster hilft dabei, den Islam zu zerstören. Weil das ist etwas, was Islam schadet. Islam schadet nicht, wenn wir von der Hölle erzählen und Karl-Heinz regt sich auf. Abu Lahab hat sich auch aufgeregt. Abu Jahl hat sich auch aufgeregt. Ja? Al-Walid ibn al-Mughira hat sich auch aufgeregt. Der Pharao hat sich auch aufgeregt. Die Leute von Ibrahim haben sich auch aufgeregt, a.s. Sie haben sich alle aufgeregt. Aber das interessiert uns nicht. Uns interessiert, was die Wahrheit ist. Fast auf jeder Seite findest du Hölle. Und dann erzählen die Leute, rede in der Dawa nicht von Hölle. Allah sagt im Koran, ja, wir sollen mit dem Verwekki bil Qur'ani ma yakhafu wa'id. Ermahne mit dem Koran. Der Prophet, wer die Ermahnung fürchtet, wer die Androhung fürchtet, die sagen, nee, rede nicht von der Hölle. Der Prophet hat in seiner Dawa den Koran vorgelesen. Die sagen, nee, lese nicht den Koran vor. Das mögen die nicht, wenn du von der Hölle redest. Das haben sie damals auch nicht gemocht. Aber so weit ist es gekommen, ja, dass jemand es sich traut, so einen Oberschwachsinn im Namen des Islams zu verzapfen. Wenn jetzt, guck mal, wenn jetzt irgendein Atheist kommt oder irgendein Deist oder irgendein Agnostiker und sagt, er glaubt nicht an Gott und er glaubt nicht an die Hölle, dann ist das etwas, was wir nicht mögen. Es ist etwas, was wir kritisieren. Aber wenn jemand kommt und versucht, uns im Namen des Islams klarzumachen, dass im Koran nicht steht, dass es eine Hölle gibt, dann muss ich mich fragen, wie tief müssen wir Muslime gesunken sein, dass in unserer Mitte jemand aufstehen kann und der soll jetzt auch noch die Islamlehrer für die Schulen unterrichten. Den haben sie schon aus Österreich rausgeschmissen. Das hat mit Islam absolut nichts zu tun. Wenn wir erzählen, Kopftuch ist Pflicht, allen, die in Islam nicht angehen, die Hölle, da distanziert sich DTIP von uns. Aber wenn so ein Typ kommt, wird er in der Moschee abgelichtet. Was ist das für ein, was ist hier los? Ach, in was für einem Film stecken wir eigentlich? Hier, jetzt guck mal, was hier noch für ein Schwachsinn steht. Und das ist wirklich wahr, ne? Viele Gläubige lernten Gesetze auswendig wie Vokabeln und beten zu einem restriktiven Gott. Sie hielten sich sklavisch an Verbote und reduzierten den Glauben auf Äußerlichkeiten wie Länge des Bartes. Das ist mal Quatsch. Ich kenne keinen, der den Islam auf Äußerlichkeiten reduziert. Das ist Quatsch. Das ist Schwachsinn. Aber was will er hiermit sagen? Er will hiermit den Islam zu einer Religion machen, die mit Äußerlichkeiten nichts zu tun hat. Was sind Äußerlichkeiten? Kopftuch sind Äußerlichkeiten. Bart sind Äußerlichkeiten. Das ist die Sunna mindestens des Propheten a.s. Beschneidung sind Äußerlichkeiten, auch wenn die jetzt nicht für jeden zu sehen sind. Das sind alles Äußerlichkeiten, die verpflichtend sind. Laut Imam Abu Hanifa, laut Imam Malik, laut Imam Shafi, laut Ahmed ibn Hanbal, auch wenn es natürlich, was die Beschneidung angibt, auch Meinungsverschiedenheiten gibt, aber laut der korrektesten Meinung der überwiegenden Mehrheit der Gelehrten. Ja. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt, was er also will, ist, er will nicht sagen, die reduzieren das darauf, er will sagen, das ist nicht wichtig und es spielt keine Rolle, wir reduzieren das nicht. Aber er will hier den Glauben auf eine reine Fassade ohne Taten reduzieren. Alle Taten, die wir machen sollen, sind die Taten. Und guck mal, was habe ich vorne gesagt? Es geht darum, den Islam zu zerstören. Wie soll der Islam sein? Sure 2, Vers 120. Lentarda antil Yahudu wa lennasara hetta tatabia mileto. Juden und Christen werden erst mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Milla folgst.
Mele wird meistens als Glaubensbekenntnis, wird das meistens übersetzt. Ich will mal kurz gucken, was Rudi, wie Rudi Parrett übersetzt das, glaube ich, auch als Glaubensbekenntnis. Aber das ist eigentlich nicht richtig, Mele. Weil hier steht nicht, bis sie Christen werden, die Juden und Christen werden erst mit dir zufrieden sein, wenn du Christ wirst, ihre Religion annimmst, ja? Sondern hier steht Millerturm. Und danach steht, wenn du ihren Gelüsten nach dem, was dir von der Rechtleitung offenbart worden ist, von dem Wissen zugekommen ist, dann hast du vor Allah weder Schutzherr noch Helfer. Das heißt, wir dürfen nicht ihren Neigungen folgen. So, was ist jetzt ihre Religion? Ihre Religion ist jetzt, nicht reden über Hölle, kommen alle ins Paradies, ja. Das heißt, das ist genau das, was sie wollen. Und wenn du mit den meisten Menschen auf der Straße redest, die sogar Katholiken oder Protestanten sind, ja, wie oft gehst du in die Kirche? Ja, einmal im Jahr zu Weihnachten. Und ja, Hauptsache, man ist ein guter Mensch. So, ja, wann ist man denn ein guter Mensch? Erklären Sie mal, wann ist man denn ein guter Mensch? Ja, man ist ein guter Mensch, wenn man zu anderen gut ist. Aha. Da sagen wir, das ist nur ein Teil davon, ein guter Mensch zu sein. Die Taten, die wir tun, die haben etwas zu tun, die sind in Bezug zu uns, beziehungsweise es gibt Verpflichtungen den Mitmenschen gegenüber, es gibt Verpflichtungen seiner eigenen Seele gegenüber seiner eigenen Seele und es gibt eine Verpflichtung gegenüber Gott. Diese Verpflichtung gegenüber Gott leugnet er komplett. Er sagt, Gebet ist nicht so wichtig, Fasten ist nicht so wichtig. Und dann kommt er mit dem Argument, Gott braucht das nicht. So bestimmt, Gott braucht das nicht. Aber wir brauchen das, weil Gott es befohlen hat. Versteht ihr? So versucht er die Leute in die Irre zu führen. Das heißt, so jetzt, die Regeln, die wir bekommen, wofür sind die Regeln da? Sind die für Gott da? Gott braucht uns nicht. Aber er versucht das so zu vermitteln. Na, guck mal, wenn es Regeln gäbe, das hieß ja, dass Gott uns braucht. Wir sagen nicht, dass Gott uns braucht. Der Prophet selber sagt in einem Hadith, ja, in einem heiligen Hadith, dass Allah sagt, Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka kalbi rajul wahidi minkum ma zada thalika fi mulki shayya. Oh meine Diener, wenn der erste von euch und der letzte von euch, die Menschen und die Jinn alle, das gottesfürchtigste Herz, das gottesfürchtige von euch hätten, so würde das in meiner Macht nichts hinzufügen. Ja, ibadi, law ana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka rajul kalbi rajul wahidi minkum ma naqasa thalika min mulki shayya. Oh meine Diener, wenn der erste von euch und der letzte von euch und die Menschen und die Dschinn alle das schlechteste Herz von dem schlechtesten von euch hätten, so würde das meiner Macht nichts wegnehmen. Nichts. Ja? Nichts von meiner Macht würde das wegnehmen. Das heißt, Gott braucht unseren Gottes nicht. Und in dem Vers, wo Allah sagt, er hat die Menschen und die Dschinn erschaffen, um uns zu dienen, das müsste so 51 Vers 56 sein. Da sagt er danach, Ma uridu minhum riski wa ma uridu ayut imun. Ich will von ihnen kein Vermögen und ich will nicht, dass sie mich speisen. Warum? Weil Gott ist über unsere Vorstellungskraft. Aber er mit seinem kleinen Gehirn, ja, er mit seinem kleinen Gehirn will Gott verstehen. Will Gott, was heißt verstehen? Er will ihn umfassend verstehen, durchdringen. Und dann vergleicht er ihn mit einem Menschen. Ja, weil ein Mensch, wenn er Gesetze gibt, ist er ein Diktator und deswegen ist Gott ein Diktator, wenn er Gesetze gibt und deswegen gibt es keine Gesetze. Und will so die Muslime, und natürlich die Muslime, die schon so erzogen wurden, mit den Minderwertigkeitskomplexen, die sind für sowas anfällig. Ach, auf einmal gibt es keine Hölle, ach, keine Hölle, ach ja, nur Entfernung von Gott. Guck mal, was das für eine Wirkung hat. Guck mal, was das für eine Wirkung hat, wenn man sagt, es gibt keine Hölle. Da sagte ich dem Mujrim, ja okay, nun, man soll sich einfach selber die Frage stellen. Guck mal, ob das ein Scharlatan ist oder nicht. Stell dir vor, du willst eine schlechte Tat machen. Und du weißt, für diese schlechte Tat kannst du vielleicht für Ewigkeit in die Hölle kommen und brennen. Oder für 100 Jahre in die Hölle kommen und brennen. Heißes Wasser trinken, so wie es im Koran steht. Im Koran stehen ja auch noch Details zu der Bestrafung. Deswegen ist das ja noch irrsinniger zu erzählen, es gäbe keine Hölle, das ist nur eine Metapher.
Ja, dann soll man mal die Metapher erklären, welche Grundlage. Eine Metapher muss eine Grundlage haben. Muss eine Grundlage haben. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, Bayern München hat gegen Borussia Dortmund 2-0 gewonnen, das ist eine Aussage, die kein Mensch, wo kein Mensch versteht, das ist eine Metapher. Das heißt eigentlich, Real Madrid hat gegen FC Barcelona 3-1 gewonnen. Das ist Schwachsinn, eine Metapher muss eine Grundlage haben. So, wenn dort steht, ja, die werden kochen, heißes Wasser trinken, was ihre Mägen zerreißt. Wenn dort steht, da gibt es Fesseln, dort gibt es Speise, die im Hals Würgen erzeugt. Da hat nichts mit einer Metapher zu tun. Das ist der größte Schwachsinn. Wenn dort steht, da gibt es einen Baum, der heißt Zakum. Wenn der Prophet erzählt, in einem Hadith, derjenige, der einmal in die Hölle nur reingetaucht wird, wenn er rausgeholt wird, wird gefragt, hast du je was Gutes erlebt? Er wird sagen, nee. Das heißt, das ist, dass es dort Skorpione gibt. Da steht, dort gibt es Skorpione. Da gibt es Fesseln, da gibt es Skorpione, da gibt es Haft, da gibt es einen, manche Leute werden Steine, heiße Steine auf die Brust gelegt, die sich durch die Brust durchbrennen. Und der Typ erzählt eine Metapher. Details, Metapher, das ist eine Metapher. Dann erklär mir mal diese ganzen Metaphern, das sind ja tausende Metaphern. Hier geht es darum, dass Gott einem erklären will, guck mal, was auf dich wartet, wenn du nicht gehorsam bist. Warum? Für seinen Nutzen. Ist er dann ein Tyrann? Nein, für unseren Nutzen. Weil das die Menschen davon abholen soll, schlecht sein. So, wenn du weißt, beispielsweise, es gibt so eine harte Strafe. Oder du weißt, ja, du lebst dann in Entfernung von Gott und bist traurig. Ach, Entfernung, die Traurigkeit wird keinen davon abhalten, irgendeine schlechte Tat zu machen, wenn er die im Kopf hat. Du kannst auf der einen Seite jetzt 1 Million Euro bekommen, und auf der anderen Seite wartet dann für dich Traurigkeit. Du bist entfernt. Hölle heißt, man ist entfernt von Gott. Das ist der größte Schwachsinn. Das hat doch noch nie jemand erzählt. Und ich habe hier Akida Tahawiya. Ja? Das ist die Akida von Imam Tahawi. Und er sagt ganz am Anfang, Haza Akidatu Ahli Sunnah wal Jama'a ala madhhabi fuqaha al Millah. Abi Hanifa al-Numan ibn Thabit al-Kufi. Und dann nennt er Abu Hanifa, ja? Und dann nennt er Abu Yusuf, Yaqub Ibrahim al-Ansari, ja? Abu Yusuf, Yaqub Ibrahim al-Ansari, Abi Abdullah, Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. Das sind die großen Schüler von Abu Hanifa. Dann steht hier ganz klar, steht hier, ونؤمن بالبعث والجزاء الأعمال يوم القيامة والأرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. Ja? Und Belohnung und Bestrafung und die Brücke und Misan. Alle Gelehrten haben das als von Ahlus-Sunnah wal Jamaa verstanden, dass das tatsächlich so ist. So dann. Wal Jannatu wan Naru makhluqatani la tafniyan abada. Wada tabidan. Das heißt, und Jannah und Nar sind zwei Geschöpfe, die schon erschaffen sind und die bleiben. Ganz klar, ganz klar. Dann hier davor sagt er, wa la nanzilu ahadin minhum al-jannata wa la naran. Ja, also wir sagen nicht über jemanden, der gestorben ist, der ist im Paradies oder in der Hölle. Ja? وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرُ وَلَا بِشِرْكُ. Also das heißt ganz klar, in der Akida von Ahlus-Sunnah wal-Jama'a von Abu Hanifa steht Hölle. Das ist Kufr. Da gibt es keine Meinungsverschiedenheit. Man muss zu den Büchern der vier Madhahib gehen. Alle sagen, wer die Hölle leugnet, ist ein Käfer. Ganz klar. Dieser Typ ist kein Muslim. Der ist weniger Muslim als der Papst Franziskus. Ganz klar. Der ist weiter, das ist ein Heuchler, ist das. So, jetzt. Die Regeln, wofür sind die Regeln noch da? So, wofür sind die Regeln noch da? Ja, Regelkatalog, da ist doch alles primitiv. Gott braucht das doch nicht. So, ich gebe ein Beispiel. Ich gebe ein Beispiel. Wenn es darum geht, ja, man muss ja nur ein guter Mensch sein. Ohne dass man den Menschen gesagt hat, das ist richtig, das ist falsch. Was wird der Mensch machen? Jeder, und das sagt Allah im Koran, der Scheitan schmückt ihnen ihre Taten aus. So hörst du zum Beispiel, der Ehemann geht seiner Ehefrau fremd. Und dann sagt er, ja,
ich mache das ja nur, um die Ehe zu beleben. Der andere, der betrügt, der geht klauen im Kaufhaus, sagt er, ja, ich habe ja nichts und die haben sowieso so viel, das tut denen ja nicht weh. Das heißt, jeder redet sich dann seine Taten schön. Und ich habe schon gesagt, es gibt auch Verpflichtungen Gott gegenüber. Und die größte Undankbarkeit ist, aber das interessiert den Typen gar nicht hier, ist es Gott, der einem alles gegeben hat, der alles besitzt, undankbar zu sein. Wie willst du dankbar sein? Ach ja, laut seiner Theorie ist man wahrscheinlich dankbar, indem man den Koran leugnet. Das ist Leugnung des Korans. Guck mal, wenn dort steht im Koran, guck mal, ich schlage einfach mal auf hier. Ich schlage einfach mal auf. So. Wir machen das jetzt mal so. Ich lese das mal so. Ich fange einfach mal an. Wenn dort steht, so, wenn dort steht im Koran beispielsweise, ich fange jetzt mal hier an. So. Ich fange jetzt mal hier an. Hier. Ich fange in Sure 34 an mit dem Vers ja, 38. Diejenigen aber, die sich hinsichtlich unserer Zeichen ereifern, indem sie sich zu entziehen suchen, ja, werden zur Bestrafung, in Klammern in der Hölle, vorgeführt. Dann geht es weiter. Wird gesagt, heute vermögt ihr nun einander weder zu nützen noch zu schaden. Und wir sagen zu den Frevlern, jetzt bekommt ihr die Strafe des Höllenheuers zu führen, dass ihr zeitlebens für Lüge erklärt habt. Guck mal, ich habe jetzt gar nicht an diesen Vers jetzt gedacht. Guck mal, hier steht, ihr bekommt jetzt die, guck mal, wie krass das ist, der Kader von Allah subhanahu wa ta'ala. Der erste Vers praktisch, den ich über die Hölle vorlese, ist, wo Leute in die Hölle bekommen, weil sie die Hölle leugnen. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Ey, ach, ich habe da... Bruder, ich wollte normalerweise am Anfang von Sure 34 anfangen, aber ich habe am Ende von Sure 34 angefangen. Weißt du, ich wollte eigentlich anfangen mit Vers 8, aber nein, diejenigen, die nicht an das Jenseits glauben, sind der Strafe und völligem Irrtum. Ja? Damit wollte ich eigentlich anfangen. Dann hier wollte ich sagen, Sure 34, Vers 14, diejenigen von Ihnen, die unseren Befehl missachten, bekommen von uns Strafe des Höllenbrandes zu spüren. Aber ich fange an mit diesem Vers in hier 38 bis 42 und da steht, oh, dass zu denen in der Hölle gesagt wird, boah, ist das krass. Heute vermögt ihr nun einander weder zu nützen noch zu schaden und wir sagen zu den Frevlern, guck mal, hier wird eine Situation beschrieben, das hat mit... Dass jeder Mensch, der das liest, weiß sofort, das hat mit Metapher gar nichts zu tun. Hier wird eine Situation geschildert, um die Leute zu warnen. Und wir sagen zu den Versekun, zu den Frevlern, jetzt bekommt ihr die Strafe des Höllenfeuers zu spüren, dass ihr zeitlebens für Lüge erklärt habt. Guck mal, das heißt so, wenn jemand sagt, es gibt keine Höllenstrafe. Im Koran steht, Höllenstrafe. So, hier steht jetzt, dass zu denen in der Hölle gesagt wird, ihr bekommt die Strafe in der Hölle zu spüren. Jetzt kommt Muhammad Rashide, der Islamexperte, der die Lehrer für die Schulen nimmt und sagt, nee, das stimmt nicht. Das heißt das und das. Da steht zwar rot, aber rot heißt nicht rot, sondern rot heißt FC Barcelona. Da steht zwar oben, aber oben heißt nicht oben, sondern unten. Stell dir mal vor, so eine Willkürinterpretation, die kannst du auf den ganzen Koran anwenden. Da steht da, es gibt nur einen Gott. Ja, nein, das ist metaphorisch zu verstehen. Da steht zwar nur ein Gott, aber das heißt, es gibt Hunderte. Hinduismus ist richtig. Da steht zwar im Koran, Sure 3, Vers 85, ja, wahrlich, derjenige, der sich eine andere Religion als den Islam wünscht, wird nie von ihm angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Nein, das heißt aber nicht das. Das heißt, das ist metaphorisch zu verstehen. Da steht, derjenige, der sich eine andere Religion als Hinduismus wünscht, ja, der wird im Jenseits zu den Gewinnern gehören. Oder der wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Da kannst du ja alles zunichte machen. Guck mal, was das für ein schaitanischer Weg ist. Wir müssen die Frage stellen, wofür wurde der Koran überhaupt herabgesandt? Wofür? Damit wir eine Botschaft bekommen. Aber laut dieser Theorie kann ja kein Mensch den Koran verstehen. Du kannst ja alles umändern. Hier steht Hölle, der sagt, nee. Hier, dann, Sure 34, Vers 51. Wenn du doch nur sehen würdest, wenn sie Angst haben, während es keinen drin gibt, wenn du sie sehen würdest, das heißt, Allah beschreibt das, wie das aussehen wird, ja? Und sie aus der Nähe aufgegriffen werden. Sie sagen, wir glauben jetzt. Aber was soll ihnen der verspätete Versuch aus der Ferne in greifbarer Nähe
des Heils zukommen. Ja, hier dann, hier weiter. 35, Vers 6. Der Satan ist euch Feind, ihr müsst ihn deshalb auch eurerseits als euren Feind betrachten und dürft euch nicht ihm anschließen. Er ruft diejenigen, die auf seiner Seite stehen, zu nichts anderem, als dass sie Insassen des Höllenbrandes werden. Nein, nein, nein. Hey, Mohammed Rashid, ich schau kaum, was hier steht. Nein, nein, das heißt nicht Höllenbrand, das heißt Entfernung von Allah heißt das. Das heißt was ganz anderes. Diese erzkonservativen Salafisten dann hier. 35, Vers 36. Diejenigen aber, die ungläubig sind, haben das Feuer der Hölle zu erwarten, wobei sie weder zum Sterben verurteilt werden, noch ihnen Straferleichterung gewährt wird. So vergelten wir jedem, der undankbar ist. Sie rufen darin, also in der Hölle. Allah beschreibt jetzt in der Hölle, was die rufen. Ich würde mal gerne diese Metapher, würde ich mal gerne verstehen, was das heißt. Herr, lass uns aus hier herauskommen, damit wir rechtschaffen handeln und nicht so, wie wir gehandelt haben. Haben wir euch denn nicht so lange am Leben, jetzt wird ihnen gesagt, haben wir euch denn nicht so lange am Leben bleiben lassen, dass einer, der das gewollt hätte, sich mahnen lassen können? Das heißt, es ist eine Situation in der Hölle, die beschrieben wird. Nein, das verstehen nur die Salafisten, so die Radikalen. Das heißt, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Mach mal aus. Das heißt, das stimmt nicht. Das heißt, der lügt. Der Koran lügt. So, dann hier weiter. Sure 36, Vers 51. Guck mal, hier wird Yom al-Qiyamah beschrieben. Es wird die Trompete geblasen. Und gleich eilen sie, also die Toten, aus ihren Grüften zu ihrem Herrn. Sie sagen, wehe uns. Guck mal, wird diese Situation beschrieben. Wehe uns. Wer hat uns von unserem Todesschlaf auferweckt? Jetzt kommt die Antwort. Das ist es, was der Barmherzige seinerzeit versprochen hat. Die Gesandten haben die Wahrheit gesprochen. Ja, so haben die ja die Wahrheit nicht gesprochen, wenn das nicht passiert. Weil es gibt ja keine Hölle, es gibt ja nur eine Entfernung. Schlaf und du bist entfernt. Ja, hier, dann. Es genügt nur ein einziger Schrei und schon werden sie alle bei uns vorgeführt. Und zu ihnen wird gesagt, heute wird niemandem Unrecht getan und euch wird nur für das vergolten, was ihr in eurem Erdenleben begangen habt. Die Insassen des Paradieses sind heute beschäftigt und lassen sich dabei wohl sein. Sie und ihre Gattin liegen im Schatten auf Ruhebetten und haben köstliche Früchte und alles, wonach sie verlangen. Heil wird ihnen entboten als Grußwort von Seiten eines barmherzigen Herrn. Ihr aber, ihr Sünder, müsst euch heute von den Frommen absendern, denn für euch steht die Hölle bereit, in Klammern. Ja, ihr. Dann geht's weiter ab Vers 63. Das, was ihr vor euch seht, ist die Hölle, die euch zeitlebens angedroht werden. Wie? Gibt's doch gar keine Hölle, laut Mohammed Rashid. Heute sollt ihr in ihr schmoren zur Strafe dafür, dass ihr in eurem Erdenleben Ungläubig wart. Nein, das sind nur die Erzkonservativen, Ewiggestrigen, die den Koran so verstehen. Heute versiegeln wir ihnen die Münd. Guck mal, jetzt kommen Details. Heute versiegeln wir ihnen die Münd. Dann sprechen stattdessen ihre Hände zu uns und legen ihre Füße Zeugnis darüber ab, was sie begangen haben. Das heißt, guck mal, hier wird die Situation extra geschildert, was wirklich passiert. Ja, hier. Wenn wir wollten, würden wir ihnen das Augenlicht nehmen. Dann würden sie versuchen, möglichst schnell auf den rechten Weg zu kommen. Nein, das verstehen nur die Salafisten so. Das steht doch nicht im Koran. Das steht zwar da, aber da ist mit gemeint, Fußball-Bundesliga ist am Samstag. Ja. Hier, dann Sure 37, Vers 21. Und zu ihnen wird gesagt, das ist der Tag der Entscheidung, den ihr zeitlebens für Lüge erklärt habt. Ja, der erklärt den Tag ja auch für Lüge. Hier, zu den Engeln des Gerichts wird gesagt, versammelt diejenigen, die gefrevelt haben und ihre Gattinnen und auch, was sie verehrt haben an Gottes Stadt und führt sie auf dem Weg zum Höllenbrand. Das heißt, hier wird erklärt, wie die Engel die Leute zum Höllenbrand bringen. Und stellt sie zur Gerichtsverhandlung auf. Sie werden zur Rechenschaft gezogen. Und zu ihnen wird gesagt, warum leistet ihr einander keinen Beistand? Aber nein, sie ergeben sich am heutigen Tag. Und sie wenden sich einander, indem sie gegenseitig fragen. Die Menschen unter den Verdammten sagen zu den Geistern, von denen sie sich zum Unglauben haben verführen lassen. Ihr seid zeitlebens von rechts zu uns gekommen, sodass wir nicht ahnen konnten, dass ihr gegen uns Böses im Schilde führet. Auf diese Weise habt ihr uns verführt. Die erklärende Ergänzung am Schluss des Verses ist ganz unsicher. Also ich lese jetzt das, was Rudi Parrott übersetzt. Ja? 19. Sie, das heißt die Geister, die sie zum Unglauben verführt haben, sagen, nein, ihr waret von vornherein nicht gläubig. Wir hatten keine Vollmacht über euch. Nein, ihr wart aufsässige Leute und nun ist das Wort unseres Herrn an uns in Erfüllung gegangen. Ja, wir werden...
jetzt in Klammern, die Strafe der Hölle zu spüren bekommen. Und da haben wir euch vom Rechten, und die da haben wir euch abirren lassen. Wir sind ja selber abgeirrt. An jenem Tag werden sie gemeinsam die Strafe in Klammern der Hölle erleiden. Dann 51. Einer von ihnen sagt, jetzt wird beschrieben von einem in der Hölle, der sagt, ja, einer von ihm sagt, ich hatte in meinem Erdeleben einen Gesellen, der sagte, bist du auch von denen, die bestätigen, was angeblich offenbart worden ist? Dann 53. Sollen wir etwa, wenn wir erst einmal gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, vom Gericht kommen? Guck mal, hier wird extra beschrieben, Erde und Knochen. Das heißt, dass das wirklich eine physische Wiederbelebung ist, ja? Wie Ahlus-Sunnah wal-Jamaah das sagt. Sonst hätte es ja keinen Sinn zu sagen, dass man hier. Sonst hätte es ja keinen Sinn zu erwähnen, dass die wirklich zu Knochen geworden sind. Wenn es nicht um eine physische Liebe wieder, warum sollten die denn leugnen, dass eine geistige Wiederbelebung kommt? Das ist der erwähnt extra, ja, wie soll man denn wiederbelebt werden, wenn wir nur noch Knochen sind? Hier dann. Wollt ihr denn nicht mit einem Blick nach unten werfen? Wollt ihr nicht einen Blick nach unten werfen? Jetzt ist er dort am jüngsten Tag. Guck mal nach unten. Er blickt nun hinunter und sieht ihn, das heißt seinen frühen Gesellen, mitten im Höllenbrand. Ja, das heißt, dieser, der ihn versucht hat zu verführen, am jüngsten Tag, Allah beschreibt, wie er ihn sieht im Höllenbrand. Und er sagt, bei Gott, du hättest mich beinahe ins Verderben gestürzt. Was heißt, weil er ihn verführt hat? Wenn ich mein Herr Gnade hätte, weil, das wisst ihr, das Problem ist, guck mal, wir sind noch nicht mal, ich bin von Sure 34 bis Sure 37 gekommen. Was will man hier noch mehr bringen? Was will man hier noch mehr bringen? Wo und wo soll das enden? Kannst du mir sagen, wo das enden soll? Hier kommt einer, der erzählt, wir brauchen keine Gesetze, einfach nur guter Mensch sein. Und komischerweise kommt er genau mit dem, was Deutschland gerne von uns hören will. Genauso wie das evangelische, das katholische Christum schon bei vielen Menschen entstellt wurde, genau mit demselben kommt er hier. Fassade. Und er erzählt, es kommt nicht auf die Fassade. Dann ist ja nur eine Fassade. Wo ist denn hier der Glaubensinhalt? Der Glaubensinhalt ist ja, Atheisten kommen ins Paradies. Du hast das Gefühl, wenn du sein Buch liest, hast du das Gefühl, alle kommen ins Paradies, außer die, die den Islam ernst nehmen. Weil das sind radikale, gefährliche Leute. Das ist unglaublich. Aber verstehst du, Bruder, was mich ja so stutzig macht, ist, oder wo ich ja wirklich denke, was für Drogen nimmt der Typ? Was sind das für Pilze, die der schluckt? Bei der Techno-Disco, was hat der genommen nachher? Wenn einer versucht, mit dem Koran zu erklären, dass es keine Hölle gibt. Ach, von mir aus komm, okay, ich finde das nicht schön. Da kommt vielleicht irgendein Atheist und sagt, er glaubt nicht an die Hölle. Okay, ich kann das nachvollziehen. Aber wenn mir einer erzählen will, im Koran steht, dass es keine Hölle gibt. Also der Koran bestätigt seine Ansicht und alle anderen, die haben den Koran nicht verstanden. Das sind ewig gestrige, reaktionäre, ultraorthodoxe Salafisten oder was. Ach, das ist genauso. Und so einer unterrichtet die Leute an deutschen Schulen. Da musst du an Universitäten. Ach, das ist ungefähr so, als wenn irgendein Vollidiot Astronomie unterrichtet, der behauptet, es gibt keinen Mond. Es gibt gar keinen Mond, das ist nur eine optische Täuschung. Ja, so ist das. Nein, das behaupten nur die ultraorthodoxen Astronomen, dass es einen Mond gäbe. Nein, das ist nur ein Licht. Das ist eine Lampe. Das ist nur metaphorisch zu sehen. Ach, das ist wirklich unglaublich. Das ist der helle Wahnsinn. Das ist wirklich, als wenn jemand kommt und erzählt, ja, Fußball spielt man ohne Ball. Schön, dass du das niemand was macht. Ja. Deswegen, hier, es ist die Pflicht. Hier, man darf die Menschen nicht in die Irre führen, dass DTIP, die weiß ich nicht, 800 Moscheen in Deutschland haben, an der Seite stehen von einem, der die Hölle leugnet. Weil Gottes Barmherzigkeit, dessen gibt ja keine Hölle. Ja, Gott ist barmherzig, aber Gott ist auch gerecht. Das ist der Punkt. Wahnsinn ist das. Wahnsinn. DTIP muss sich, und ich fordere alle auf, DTIP anzuschreiben, die müssen sich von diesem Scharlatan
von diesem Möchtegern-Muslim und Käfer distanzieren. Wer die Hölle leugnet, bezichtigt den Propheten Mohammed der Lüge, bezichtigt den Koran der Lüge. Da gibt es keine Meinungsverschiedenheit unter den großen Gelehrten. Das ist ein Verdreher der Fakten. Und ein geschickter Verdreher der Fakten ist das. Und hier müssen die Muslime sagen, diesen Typen wollen wir nicht. Und wir müssen in der Lage sein, dafür zu sorgen, dass der aus der Universität rausfliegt, so wie sie es auch schon in Österreich geschafft haben. In Österreich, die Muslime, die hatten den Mut gehabt, diesen Typen rauszuschmeißen. Der soll von mir aus in die Rocky Mountains ziehen, mit dem Biber Dawa machen und dem irgendeinem vom Pferd erzählen. Oder der soll sich als Weihnachtsmann verkleiden. Unglaublich. Boah, mir fällt nichts mehr ein, Bruder. Möge Allah uns bewahren. Ach, wenn du gedacht hast, ich bin sprachlos. Das musst du dir mal vorstellen. Ach, die Welt ist ein Dreieck, ey. Da kommt einer und versucht uns zu erzählen, wir haben alle den Koran nicht verstanden. Weil die Hölle gibt es gar nicht. Und Gott hat auch keine Gesetze gemacht. Der will das nicht. Gott will, er sagt in einer Aussage, sagt er, Gott interessiert das nicht, ob man ihm dient. Gebote und Verbote ist alles unwichtig, so ungefähr. Also ich kann das jetzt nicht so wörtlich wiedergeben, da werde ich ein anderes Mal drauf eingehen. Ist alles nicht, Hauptsache guter Mensch. Der Atheist kommt auch ins Paradies. Ist für Gott nicht wichtig, ob man betet und fastet. Ist nicht so wichtig. Das heißt, der ganze Islam, ich würde mal gerne wissen, was für ihn der Islam ist. Was ist jetzt das Spezielle am Islam? Adhan? Demnächst kommt einer, Bruder, dass es so weit gekommen ist, ist wirklich, das ist der helle Wahnsinn, ist das. Demnächst kommt einer, der sagt, ja, im Koran steht, dass es keinen Gott gibt. Ist alles nur metaphorisch zu verstehen. Kulhu Allah, sprich, er ist ein Einer. Ja, aber das heißt eigentlich, er ist keiner. Er ist metaphorisch zu verstehen. Wahnsinn. Möge Allah uns bewahren. Salam alaikum.